Also ich fand sie ziemlich tricky und ziemlich geheimnisvoll. Man muss um die Ecke denken, hin und wieder. Und das ist halt das Tolle daran, dass man nicht so geradeaus denkt, sondern dass man einfach so einmal quer denkt. Ah, gibt es hier eine Rubrik Verschiedenes? Ich Herz zu vergeben mit der Inschrift Bettina und Achim und einer liegenden Acht. Das ist ja das Zeichen für unendlich. Ja, genau. Acht. Wir haben gemerkt, dass es eine große Anfrage gibt, gerade von Paaren, in Form von Geburtstagsaktionen oder in Form von Heiratsanträgen, die individuelle Geocaching-Touren ausgearbeitet bekommen möchten. Das machen wir natürlich super gerne, haben wir richtig viel Spaß dran. Und ansonsten entwickeln wir Konzepte, die wir Unternehmen oder auch Gruppen nach Hause schicken können. Ja, du kommst raus, ne? Man macht das zu zweit, ist dann dadurch Corona-konform und in dem Fall auch nur ein Haushalt. Und das Schöne ist halt einfach, dass man auch nochmal in Ecken kommt, die man natürlich kennt als Hannoveraner, aber es ist trotzdem ganz schön, mal die auch anders zu betrachten, als man sie normalerweise kennt. Ja, okay, alles klar.